Wusstest du, dass Kameramänner nur 6 grundlegende Aufnahmen für einen Film brauchen? Um einen Blockbuster-Film zu drehen, kann eine Menge Planung und viele Leute erforderlich sein. Sie können jedoch nur diese 6 Aufnahmen verwenden, um eine Geschichte im Film zu erzählen. Lass uns einen Blick darauf werfen. Du verwendest die extreme Nahaufnahme, wenn du Intensität und Spannung erzeugen möchtest. Die extreme Nahaufnahme kommt dem Motiv so nahe, dass das Motiv die Grenzen des Rahmens überschreitet. Siehst du hier, wie nah die Kamera ist, damit wir nicht alles von Shrek sehen können? Man kann eine extreme Nahaufnahme verwenden, wenn jemand geschockt oder ängstlich ist. In welcher anderen Situation wäre eine extreme Nahaufnahme effektiv? Wenn du Emotionen zeigen oder ein Objekt detailliert darstellen möchtest, verwendest du eine Nahaufnahme. Du tust dies, indem du das Gesicht einer Person einrahmst und normalerweise den gesamten Kopf zeigst. Obwohl Katzen selten Gefühle ausdrücken, ist hier ein gutes Beispiel für eine Nahaufnahme. Wenn du nahe genug sein möchtest, um Gesichtsausdrücke zu lesen und gleichzeitig ein wenig Umgebung zu entdecken, verwendest du die mittlere Nahaufnahme. Tu das durch das Framing des Kopfes und des Oberkörpers, in der Regel von der Brustmitte nach oben. Diese Aufnahme von Eleven aus der Fernsehserie Stranger Things ist ein perfektes Beispiel für eine mittlere Nahaufnahme. Wenn du keine Nahaufnahme oder Weitwinkelaufnahme haben willst, verwende die mittlere Aufnahme. Die mittlere Aufnahme ist die häufigste Art der Aufnahme. Umrahme die Person von der Taille aus. Siehst du, wie Rose und Jack aus dem Film Titanic von der Hüfte aufgenommen werden? Die Totale wird zum Anzeigen einer Aktion verwendet. Hier möchtest du, dass die Umgebung deutlich sichtbar ist, damit der Betrachter alles sehen kann. Um dies zu tun, rahmst du das Motiv von den Füßen nach oben oder möglicherweise etwas weiter entfernt, um die Bewegung anzuzeigen. Diese Totale von Thor ist ein perfektes Beispiel. Bei der Weitwinkelaufnahme ist die Kamera weit von der Action entfernt. Die Weitwinkelaufnahme wird verwendet, um die Handlung und die Umgebung zu betonen. Der Weitwinkel hilft dem Zuschauer zu wissen, wo die Geschichte spielt. Er kann auch verwendet werden, um den Betrachter darüber zu informieren, dass die Szene jetzt an einem neuen Ort stattfindet. Betrachte in diesem Beispiel eines Weitwinkelschusses, wie Captain Jack Sparrow vor den Angreifern flieht. Und das ist alles, was dazu gehört. Mit diesen 6 Aufnahmen kannst du deine Geschichte effektiv im Film erzählen.